Jo Freunde, Zedops hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute haben wir Freitag 19 Uhr, das heißt, heute ist wieder eine neue SBC rausgekommen und diese SBC besprechen wir heute. Denn Leute, der gute Malang Sarr ist rausgekommen als Innenverteidiger, als Franzose aus der Ligue 1, ja. Und bevor wir diese Karte besprechen, möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass ihr sehr, sehr gerne abonnieren könnt und gerne einen Daumen nach oben gibt. Würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen. Wow, to 2000 Abonnenten, Leute. Ich hoffe, wir schaffen es bald und ich habe auf jeden Fall vor, noch im extra Video die Tagesaufgabe, also die Wochenaufgabe zu besprechen. Nicht die Tagesaufgabe, sondern die Wochenaufgabe. Denn dort ist der gute Bakayoko rausgekommen als Future Star Karte. Und diese Karte werden wir auch besprechen. Entweder heute noch in einem extra Video oder morgen. Ja, aber heute besprechen wir, also jetzt besprechen wir es erstmal nur diese Karte. So, ich würde sagen, wir schauen uns an, was wir abgeben müssen. 2x85er Rating heißt, die wird 200k kosten, die SPC. Plus, minus 200k wahrscheinlich weniger, weil wir hier kein Team of the Week sehen oder kein TOTW Moment, so heißen die, glaube ich. Hier müssen wir einmal einen Liga-Spieler abgeben, 85er Rating, Teamchemie von 80. Hier kriegen wir ein Pack, ein Prime Electrum Spieler Pack, ja. Und hier bekommen wir ein Prime gemischtes Spielerset, also die Packs sind so lala, also sind eher schlechte Packs. Hier mindestens ein Spieler aus Frankreich, Team Gesamtwertung von 85 und Teamspiel von 75. So, heißt die SPC, wie gesagt, 150 bis 200k schätze ich die. Und was bekommen wir für einen Spieler, Leute? Und die Werte sehen heftig aus. Es ist ein sehr, sehr heftiger Innenverteidiger. 1,82 ist nicht schlimm, denn auch kleine Innenverteidiger sind in FIFA 20 gut. Nicht mehr die großen. Die großen zählen nicht mehr so viel, weil die Kopfbälle sind nicht mehr so OP. Hier haben wir gering hoch, perfekte Arbeitsraten für einen Innenverteidiger, meiner Meinung nach. Schwacher Fuß, 4 ist super, Spezialbewegung 5, wofür braucht ihr sie? Ich weiß nicht, wenn ihr als Innenverteidiger ein bisschen dribbeln wollt, ihr Gegner provozieren wollt, dann ja, sind die 5 Sterne Spezialbewegung auf jeden Fall gut. Und die Werte, heilige Kanone, Leute, ja. Tempo 82, super. Passspiele, super. Langer Pass 82, kurzer Pass 88. Jetzt kommen wir zu den richtig krassen, ja. Ruhe 94, Beweglichkeit 89, Balance 84. Defensive von 86 insgesamt und physisch von 91, ja. Vor allem hier sticht auch die Stärke mit 84 raus, womit er einfach jeden Spieler umboxt, ja. Er wird wahrscheinlich in-game wie so eine... wie kann man diesen Spieler vergleichen? Wie so ein bisschen so Ferdinand und Campbell. Ne, so ein bisschen gemixt von den beiden Innenverteidigern, also beiden Ikonen von den Engländern, ne, die beiden Innenverteidiger, ihr wisst, wen ich meine. Das ist wahrscheinlich so ein Mix davon, nur wahrscheinlich ein bisschen besser als die beiden, weil schaut euch diese Karte an. Für 180k, roundabout 180k würde ich dich schätzen, macht die. Definitiv, habt ihr Bedarf an Innenverteidiger? Ich habe zum Beispiel Bedarf an Innenverteidiger. Und ich bin am Überlegen, die zu machen, weil die sieht ziemlich, ziemlich krank aus, ja. Holy shit, die könnt ihr sogar... Wenn, dann würde ich hier auf jeden Fall ein Shadow drauf klatschen, weil dann habt ihr Tempo von über 90, Defensiv von über 90. Physis braucht ihr nicht mehr. Er hat schon richtig geile Werte, auch Sprungkraft 93. Leute, mit 1,82, er springt höher als ein Typ mit 1,90 wahrscheinlich, ja, wenn er weniger Sprungkraft natürlich hat. Und das ist schon nicht schlecht. Und das Video wird deswegen auch kürzer sein, weil, wie gesagt, ich gleich noch das andere Video aufnehme. Wahrscheinlich kommt es dann auch nachher noch. Und deswegen würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Abo, falls ihr nicht abonniert, das Kanalzeit, Leute. Macht ihn nicht. Von mir bekommt ihr diese Top-Empfehlung. Wirklich Top-Empfehlung, diesen Spieler abzuschließen. Denn er wird sich definitiv richtig, richtig, richtig geil spielen. Ah, ich wollte natürlich noch die Linkbarkeit gucken. Ne, habe ich ganz vergessen. Zum Beispiel, mir würde direkt ein... Atal einfallen. Atal ist auch von Nizza, müsste von Nizza sein, als Footburster-Karte oder als Shapeshifter-Karte. Footburster-Karte war er Rechtsverteidiger, habt ihr den grünen Link. Shapeshifter-Karte ist der Stürmer, könnt ihr als ZM umwandeln, dann habt ihr den grünen Link. Ein Atal zum Beispiel habt ihr und vor ein paar Tagen kam ja die Linksverteidiger-Karte raus, auch ein Franzose, damit hättet ihr auch einen grünen Link, ja. Heißt, die Linkbarkeit ist definitiv vertreten oder auch in anderen Ligen, wie zum Beispiel ein Sissoko, der Franzose ist, ein Lory, der Franzose ist oder natürlich jegliche Icon, die ihr da verwenden könnt. Habt ihr auf jeden Fall gute Möglichkeiten, ihn zu verlinken. Und wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, macht ihr nicht. Ich bin dann raus, Leute. Haut rein, bis später wahrscheinlich und ciao.